Ach, was soll's. Ich brauche Videos, von daher scheiße ich einfach mal drauf, ob ich müde bin oder nicht. Es wird jetzt höchstwahrscheinlich endlos. Ich leg dafür meine Hand mal nicht ins Wasser. Aber das werden wir ja gleich sehen. So, dann haben wir jetzt mal der totale Noob. Den möchte ich haben jetzt, bitte. Scheiße. Uta Üh, gegen Doll Jaina. Flamingo. Do Flamingo von Was One hast du Piece, ein gedacht? Ich Charakter. werde Sehr schön. ehrenhaft kämpfen. Ja. Nette Runde eigentlich. Gar nicht mal verkehrt. Gar nicht mal verkehrt. Dieser Anfang hier gefällt mir eigentlich recht gut. Und die Karte werden wir natürlich nicht spielen. Auf keinen Fall. Mirror Image. Da bin ich sogar fast dafür, was anderes zu spielen. Nee, können wir ja noch nicht machen. Ja, spielen wir erstmal. Das Licht beschützt Spielen wir erstmal unsere kleine Gottesschildkarte. Die erste zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Vor allen Dingen hätte er da. Die hätte er einfach pingen können in der nächsten Runde. Und ja, das wäre, glaube ich, nicht ganz so cool gekommen. Macht er eh. Gut. Komme ich mit klar, Keule? Komme ich mit klar? Frage ist, ob du damit klarkommst, wenn ich jetzt so etwas hier tue. Ich kämpfe. Oder. Ja, übrigens, wenn wir jetzt die hier rausgespielt hätten. So, scheiß drauf. Wenn wir jetzt die hier rausgespielt hätten und die Coin zählt ja auch als Münze, könnten wir damit echt übel Schaden machen, ne? Nur mal so. Er hätte jedes Mal zwei Angriff, wenn jemand einen Zauber wirkt. Das ist ein Zauber, das ist ein Zauber und das ist ein Zauber. Aua, aua, ha. Ne, Kumpel? Immer schön mitdenken, Keule. Gucken wir mal, was er jetzt spielt. Irgendwas Interessantes oder magst du einfach gar nicht mit mir spielen? Wenn du gar nicht mit mir spielen willst, dann lass mich in Ruhe. Ich bin ein Meister der Magie. Das mag ich nicht. Oder, ne, doch, eigentlich mag ich das doch ganz gern. Weil wir das Board clearen können. Ach, können wir nicht. Können wir doch. Können wir nicht. Doch. Nicht. Doch. Doch, könnten wir. Indem wir jetzt dem mit dem traden. Dann. Ja, den hier einfach aufs Feld rufen. Spürt Ja. meinen Zorn! Machen wir es so. Die Erlösung schenke ich mir jetzt mal. Ich kann das Mana schmecken. Und hauen einfach mal auf sein Gesicht. Und gucken einfach mal, was er in der nächsten Runde bringt. Ich schätze mal eine arkane Explosion. Oder irgendein Zauber. Es kommt bestimmt irgendein Zauber. Na? Kommt irgendein Zauber, Für den Keule? König. Nö. Nee. Okay. Er möchte meine Karten tot sehen. Das wird dir höchstwahrscheinlich in der nächsten Runde nicht ganz gefallen, was ich jetzt mache. Nö, das wird dir bestimmt nicht gefallen. Ich kann jetzt nämlich einfach sowas machen und kriege ich eine Karte von. Und ich kann dann die ein. Ja, das machen Weg damit. Und dann hat sich die Karte doch schon mal gelohnt, würde ich mal vermuten. Also ich fand, das war gar kein schlechter Spielzug von mir. Da musste mir doch mal hier, ne? Applaudiere mir. Oh Gott, das ist so schlecht. Vor allen Dingen, in der nächsten Runde, wir könnten die echt auf, wartet mal, 5 hochbuffen. Das ist eklig. Ja, gut, dann verlieren wir höchstwahrscheinlich. Ja, schade. Ja, oder auch nicht, ne? Egal, wir ploppen den jetzt, glaube ich, einfach. Oder? Wir könnten diese Karte Ich spielen. frage Die mich, hier. ob. 2, 3. Und dann hat er. Dann kommt er wieder. Hat aber ein Gott. Nee, warte mal, ist ja denn weg. Also der stirbt ja dann auf jeden Fall. Möchte ich die Karte weiterhin beschützen, ist die Frage. Ja, doch, das machen wir so.
nicht. Wir spielen das so. Machen das so. Und so. Hauen seine Kreatur um. Sterben. Hä? Willst du mich verarschen oder was? Oh nee, das ist lächerlich. Tut mir leid, Leute, aber das ist einfach scheiße lächerlich. Wieso geht das bitte schön durch den Dingens durch? Durch scheiß Gottesschild. Was soll der Rotz, ey? Es ist so overpowered, diese Scheiße, Alter, ganz ehrlich. Nee, es kommt, Leute. Seid ihr für das hier bereit? Das ist lächerlich. Hoch 10. Schließt euch uns für die Gerechtigkeit. Gott, ey, wieso nicht? Wieso das kotzt mich so an, ey, weißt du? Ah, Mann, ey. Egal. Kumpel, wir sind noch im Rennen. Wir haben ihn mehr angehabt als uns. Uns. Oh Gott, ich kann nicht mehr mal reden. Ich muss unbedingt aufhören. Das ist auch die letzte Runde. Ich wollte eigentlich nur das scheiß Deck ausprobieren. Das ist immer richtig beschissen. Mana-Würm kommt raus. Für den Kreuzzug! Besser. Dankeschön. Mein Schild für Argus! Dankeschön. Ja, super. Fun fucking tastisch. Wir nehmen für die Gerechtigkeit. Wir nehmen einfach mal den Schaden. Denn wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Apropos Spott, da ist noch ein Spott. Oh Mann. Achso, übrigens, wir haben das gerade so unglaublich Flamestrike anfällig gemacht. Ich bin gerade richtig dumm. Ja. Er hat auch alles, ne? Er hat auch echt alles. Wow. Silbermond wird nicht fallen. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Was soll's? Scheiß drauf, ganz ehrlich. Das ist, ist ein bisschen lächerlich, was er jetzt ja gerade fabriziert, aber gut. Er hat anscheinend das Mage-Deck of the Future with no past. Wir zerstören einfach mal Blumen, weil wir es können. So, stirb. Nein. Ich hab gesagt, stirb. Du wirst nicht nachwachsen. Du kannst nicht nachwachsen. Nein! Ich frage mich, ob... Was soll's, egal. Wenn er irgendwas Schwaches spielt, dann haben wir immer noch unsere Weihe. Wenn irgendwas Starkes spielt, haben wir eine Arschkarte. hallo. Guten Tag. Scheiße. Gut. Du weißt schon, dass der jetzt draufgehen wird, ne? Nur mal so. Da müssen wir sogar nicht mal unseren Yeti für ploppen. Erinnert euch an Kälterland! Trinkt mit mir! Machen wir es mal so. Ich habe nicht genug Mana. Was soll's? Habe ich gerade gedacht, das ist die Dreierkarte von vorn. Ich spiele zu wenig mit den Dingenskarten, fällt mir gerade so ein. Mit den Paladin-Karten, mit den Gottesstück-Karten. Okay, er wird mir. Okay. Er will mich irgendwie gerade so ein bisschen tot sehen, habe ich das Gefühl. Also. Habe ich wirklich so ein kurzes Gefühl. Silberhof wird nicht fallen. Ja. Was soll's? Nächste Runde ist Lethal für uns. Und er haut uns bestimmt jetzt Feuerbälle um die Ohren, ne? Zwei Feuerbälle und ein Pyro haut er uns jetzt so um die Ohren, was gar nicht geht, weil Pyro 10 kostet. ich denke, er wird aufgeben, weil die beiden kann er jetzt nicht mit Zauberkarten, also töten. Und wenn er es machen würde... Was soll ich nur tun? Na, mal gucken, was er macht. Ich bin sehr gespannt. Nachtklinge bringt dir nichts. Jetzt hat er nicht mal mehr ein Flamestrike und das war unser GG. Gut, Kumpel. Das, würde sagen, das war ganz... Würde ich... Ja, doch, nehme ich so hin. Gut gespielt. Gut gespielt, Kumpel. Ich habe unseren lieben Herrn, Lightbringer auf Level 6 gebracht. Ich krieg eine Demut, das ist alles gar nicht mal verkehrt. Hab einen Sieg bekommen. Was will ich mehr? Das ist unser erster Sieg des Tages. Nee, zweiter.
Wir haben ja eine Runde vorhin gewonnen. Stimmt. Ha. Gut. Egal, Keule. Ich wünsche dir noch was. Damit haben wir übrigens zweimal verloren, zweimal gewonnen. Und ja, ich kann mitleben. Ich hoffe, du auch. Dementsprechend, Keule, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Tag, Nacht oder Mittag. Und dann bis bald. Ja, ciao. Tschüss.